15 Meter lang, 12 Meter breit und 17 Meter hoch. So sind die Maße einer riesigen Presse, die derzeit im Baunatthaler VW-Werk aus dem Keller unter das Dach der Halle 2 wächst. 650 Tonnen schwer ist die Maschine, die ab Mitte August Teile für Audi-Getriebe fertigen soll. Mit einer Druckkraft von 2400 Tonnen ist die Presse die stärkste am gesamten Standort. Mit einer hydraulischen Hubvorrichtung wird derzeit der 80 Tonnen schwere Stößel in den weißen Koloss eingesetzt. 30 Mal pro Minute wird sich das schwere Teil später heben und senken, um mit brachialer Kraft aus Stahlplatinen Kupplungsgehäuse zu formen.